So. Hallo zusammen. Boah, ich muss ein bisschen an der Kamera, an der Beleuchtung drehen. Das ist zu viel, ne? Das ist zu viel. Ach, wie man es macht, macht man es verkehrt. Herzlich willkommen zur heutigen Schachsession. Brian ist schon im Chat und fragt, ob es heute nicht die Analysen gibt. Nee, Analysetag ist ja jetzt immer montags. Hatten wir gestern die Analysen und nächsten Montag steht es wieder an, auch mit deiner Partie, mit der Schachtrollpartie, wenn ich es alles noch recht in Erinnerung habe. Heute wird gespielt und zwar, ja, ich habe mir mal ein sportliches Ziel gesetzt und werde versuchen, das Triple anzugehen, das 2300er Triple, ja, will heißen, zu versuchen, in allen drei schachlich relevanten Bedenkzeiten. Ja, das heißt, sorry Jungs, Bullet und Ultra Bullet oder Hyper Bullet ist halt kein Schach, sondern ist Figuren gegen die Uhr werfen, wie auch immer. Nee, im klassischen Schach, im Schnellschach, im Rapid und im Blitz auf 2300 zu kommen. Und im Klassisch und im Schnellschach haben wir das ja jetzt geschafft. Ja, im Schnellschach sind wir jetzt mal so gerade wieder auf 2300. Und der dritte im Bunde wäre jetzt der Blitzberg, den es zu erreichen gibt. Und da sind wir noch satt, da sind wir noch satt entfernt. Ihr seht das, rechts oben habe ich versucht, das aktuelle Rating immer einzublenden. Und da stehen wir jetzt auf 2245. Und Brian fragt mit Recht, ja, wie jetzt? 5 plus 3? Ja, also sinnigerweise mit Increment, ne, da kann immer 3 plus 2 sein. Oder aber ich stürze mich sogar in die 5 plus 0. 5 plus 0 Arena. Schauen wir mal, wie die Stimmung gerade so ist. Ich meine, Arena-Turniere machen natürlich da noch fast eine Nummer mehr Spaß. Und ja, dann denke ich mal, fangen wir doch einfach mal, gucken wir mal, wie wir ohne Inkrement damit zurande kämen. Ne? Stürze ich mich mal in die 5 plus 0 Arena. Eigentlich mit Inkrement. Also eigentlich hatte ich auch vor, freie Partien in der Lobby zu spielen mit Increment, aber probieren wir es mal hier. Ja. Jetzt kommen wir natürlich mit Fidel 99 gleich ein Spieler mit einem Rating jenseits von auch von 2200 vor die Nase gesetzt. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen, wie sie. Huch, das kommt mir komisch vor. Kann natürlich klappen. Kommt mir trotzdem komisch vor. G4. Bisschen früh. Heißer. Was macht er denn hier? Okay. Ah, ich verstehe. Aber trotzdem. Ja, verstehe ich auch noch. Verstehe ich auch noch. Aber das verstehe ich auch. So, jetzt würde er natürlich gerne hier das Schach auf G6 geben, ne, mit der Dame. Ja. Ja klar, aber jetzt muss ich halt zur Seite. Geht halt nicht anders. Und dann. Achso, dann will er vielleicht Läufer E4 spielen. Ja, das weiß ich nicht. Dann gebe ich da das Schach. Weiß ich nicht. Tut mir noch nicht weh. Mal gucken. Heißer. Ich sogar fast versucht, auf D4 zu nehmen, mit dem Springer eine Figur zu opfern, um mal zu gucken, was passiert. Aber es muss vielleicht auch nicht sein, ne? Ach so, Moment. Man kann natürlich jetzt auch hier hinziehen. Dann gibt es keinen Läufer F4. Das geht natürlich auch. Was halten wir denn hiervon? Obwohl hier steht er natürlich schon bärenstark, ne? Mal gucken.
Ja, Brian hat natürlich recht. Im Grunde genommen ist für seriöses Blitzschach Increment Pflicht. Das stimmt schon. Schwarz hat einen Bauern mehr, ne? Sehe ich gerade. Was ist denn gleich hier gegen zu sagen? Ist aber auch was gegen zu sagen. Weil jetzt Springer C3 spielt. Mein Springer H5 hat ja auch den Vorteil, dass er nicht so gut Läufer F4 spielen kann. Naja, aber wenn er das jetzt macht, was ist denn jetzt eigentlich gegen E5 zu sagen? Einfach nur, um die Damen auch zu tauschen und dadurch ein bisschen Erleichterung zu kriegen. Und wenn er auf D6 nimmt, nehme ich vielleicht sogar mit dem König. Ja, also, ne? Ja, sowas. Vielleicht sogar so, um D5 zu decken auch, ne? Und um zu verhindern, dass in der D-Linie ein Trippelbauer entsteht. Weil, also auch wenn ich das Triple erreichen will, ratingmäßig, muss das nicht mit einem Trippelbauern passieren. Also das muss nicht sein. Jetzt denkt er sich den Wolf. Das hatte ich aber jetzt nicht so bedenklich gedacht. Aber da kann ich doch E6 spielen, oder nicht? Da hatte ich jetzt keine Sorge vor. Und nun? Also, da habe ich auch schon schlechter gestanden. Da bleibe ich aber bei, dass ich da auch schon schlechter gestanden habe. Auch um das Feld hier zu F6 zu überdecken, dass der Turm da nicht rein kann.
Das war nicht so gut. Jetzt geht's wieder. Ja, aber das macht ja nichts. Behaupte ich mal. Denn sie zwei freie Bauern sind ja schon ziemlich stark. Aber ich bin wieder ganz bei Brian, der am Anfang sagte, spiel mit Increment. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das würde ich mir jetzt mit Increment, würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Jetzt kann er nämlich noch Springer D5 spielen. Ich muss, was? Nö. Ja, das ist doch Quatsch. Na, der geht jetzt einfach durch. Nein, Springer D5. Gehen wir nochmal aufs Analysebrett. Bei einer Blitzpartie geht der Moritex auf Analysebrett. Da seht ihr mal, dass wir was ganz Spezielles spielen. So, bei... Das war nämlich gar nicht gut, mein Doppelturmtausch. Aber noch in der Stellung, lass mal gucken. So, wenn er jetzt doch hier Springer D5 spielt. Ja, wenn ich den vorziehe, dann geht er hier hin. Und dann hält er ja hier, weil es ist ja nie eine Drohung, mit dem Läufer hier hinzugehen, um den zu schlagen. Weil ich kann ihn ja nie schlagen. Immer wenn ich den schlagen würde, was weiß ich, nehmen wir an, er spielt dann der und ich schlage den, dann kommt er hier mit Schach. Ja, vielleicht geht's schon, weil man sich dann hier, wenn er sich hier unten die Dame holt, man sich hier unten auch eine holt und hat immer noch eine Mehrfigur. Ja, vielleicht schon, aber mit ohne Inkrement, ne? Also, das ist es nicht. Hallo Billy, ja, auch ein Ruf nach 5 plus 3. Ja Gott, dann machen wir das doch. Also, dann gehen wir mal hier aus der Arena wieder raus. Und jetzt müssen wir hier hin und machen das Ding hier erstmal zu. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, ist denn alles eingerichtet hier? Ja, also eingerichtet scheint das alles zu sein. Insbesondere, dass sich rechts oben das Rating in eurer Ansicht aktualisiert. Ne, das ist ja normalerweise alles nicht auf einem Bildschirm so zu kramen. Aber das scheint zu funktionieren. Der OBS-Software sei Dank. Ja gut, dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal in 5 plus 3 und gucken mal, was passiert. Wenn man das hier in der Lobby schnelle Spiele macht, bekommt man durch die Bank natürlich auch weitgehend gleich starke Gegner zugespielt. Ne? Und da seht ihr schon, es geht schon los. Ne? Mit Lad, der 2240 hat. Also hier in der Arena kann es ja auch mal passieren, dass man auch Gegner bekommt, die 400-500 Ratingpunkte niedriger eingestuft sind. Das wird einem hier nicht passieren. Da sorgt dann schon der Algorithmus für. Wofür sorgt der Algorithmus denn hier? Okay. Interessanter, also sehr zurückhaltender Aufbau mit zweitens D3, ne? Also im Moment geht es mir, Billy, erstmal nur um die drei Gipfel des 2300er. Ne? Also ich meine, das ist ja für einen Bergsteiger ja auch schon nicht verkehrt, oder? Ich kenne mich da nicht so aus, ich bin ja kein Bergsteiger. Aber ob ich dann, wenn wir die Dreier, den Triple haben, im 2300er, dann den 2400er im Klassik angehen, also da wird die Luft ja nun wirklich schon dünn, ne? Für so Normalsterbliche, ne? Wie wir es hier sind. Das ist aber komisch, G3. Na gut, kann er machen. Aber vielleicht spielt, na noch nicht. Ich spiele jetzt erstmal den. So, jetzt kann man überlegen, auch auf E4 zu schlagen. Und wie würde er dann zurückschlagen, ne? Wenn er mit dem Springer zurückschlägt. Ich hätte so ein bisschen über, ich hätte ganz gerne, wenn der Bauer hier stehen bleibt, weil er dann seinen vielen chittierten Läufer ja ein bisschen einengt. Das kann ich natürlich erreichen, indem ich den Bauern vorziehe, D5, D4, aber dann kann er hier, hat er hier immer irgendwann mal, obwohl, vielleicht ist der Hebel gar nicht so schön. Ja, spielen wir das mal.
Ja, das ist schon richtig. Meine Absicht war zunächst sowas hier zu spielen, aber dann ist das vielleicht dann doch ein bisschen stark. Da würde ich jetzt einen Bauern opfern. Das kann er ja. Da kann er ja jetzt tatsächlich einen Bauern gewinnen. Er schlägt. Ja, oder so herum. Ja, wobei so herum. Moment mal. Ne, so herum gewinnt er den Bauern aber nicht. Weil dann kann ich ja erst noch hier schlagen. Und jetzt schlage ich den. Aber wenn er hier geschlagen hätte auf H3 und ich muss mit der Dame nehmen und dann schlägt er hier und ich muss so zurückschlagen, dann hätte er hier den Bauern auf D4 gewonnen. So aber nicht. Und ja, so ist jetzt die Frage, ob ich die Springer weiter tausche. Ja, machen wir mal. So, und jetzt lange Hochrade. Da wollte ich ja sowieso. Würde ich aber auch sagen, da habe ich auch schon schlechter gestanden, oder? Ui, das geht. Das ist natürlich nicht so schön. Gewinnt er hier jetzt tatsächlich einen Bauern? Ja, das ist doof. Das ist doof. Ja, aber nicht zu ändern, ne? Ja, nicht gut. Weiß nicht, F4 macht E3 mega schwach. Ja, einerseits ja, aber da kommt man nicht so gut ran nach E3, ne? Ein Springer über G4 nach E3 zu führen, wäre ja eine Idee gewesen, aber solange der weiße Läufer, der schwarzfeldrige weiße Läufer noch auf C1 steht und dann hier immer auf E3 schlagen kann, ist das mit der Drohung nicht so weit her. Ui. Das geht. Ja, nu. Na gut, probieren muss ich es ja, ne? Ja, aber was ist denn jetzt mit? Ich hätte schon gedacht, dass damit C2 Schach auch ein bisschen unangenehm ist. Also ein bisschen schon. Achso, Moment, er sagt nee, weil dann hier unten. Naja, trotzdem. Moment mal, was ist jetzt erstmal noch mit B6 dazwischen? Ist das Schach hier unten tödlich? Nee. Glaube ich nicht.
Ja, so und jetzt. Oh, Moment. Ihr seht mich etwas überrascht. Wieso gibt er denn jetzt auf? Also, ehrlich gesagt, ich habe ja gerade die Qualität geopfert und ich sehe eigentlich nur, schlägt zurück und ich gebe Schach. So, und dann zieht er zum Beispiel einen Turm dazwischen. Oder? Habe ich ja so übersehen. Ne? Also kein Grund zum Aufgeben. Also normal, sage ich mal. Na gut, wir nehmen es, wie es kommt. Ne? Ist gekauft, ne? Wie heißt es so schön? Ich kaufe ein E. Und ja, und nehmen wir den mal. Guten Abend, Cutmix. Oh, schon wieder so ein Riese. Also, ja, Riese, ich bekomme jetzt immer Riesen. Also, ihr bekommt jetzt Riesenblitzschach vorgesetzt. Also, für mich ist das jedenfalls, ne, Riesenblitzschach, wenn Leute hier mit über 2000 und hier mit über 2250 mir gegenüber am Brett sitzen, dann sind das für mich alles Riesen. Und das ist halt so, wenn man hier freie Partien spielt. Da bekommt man keine, das war jetzt mal ganz ängstlich, oder doch nicht so ängstlich, na, so ängstlich sind wir doch nicht. Da bekommt man jetzt keine 1800er Gegner vor die Nase gesetzt, sondern da sucht jetzt, was ja auch Sinn macht, ja, macht ja Sinn, der Algorithmus versucht, möglichst gleich starke Spieler zusammen zu losen. Das ist ja richtig. Bedeutet allerdings auch, na, ich kriege jetzt wahrscheinlich durch die Bank hier 2150 und drüber. Wenn das gut geht, von den Ergebnissen her, also so wie gerade zum Beispiel, wenn das gut geht, bringt uns das natürlich dem Triple-Ziel auch schneller näher. Ne? Nur wenn das nicht gut geht, naja, dann werden wir das Ziel heute nicht erreichen, womit ich sowieso ehrlich gesagt nicht rechne. Gut, was macht er jetzt, ne? Läufer D3 vielleicht. Ist, glaube ich, ein guter Zug. Entwickelt, deckt den Bauern E4, der ist ja angegriffen. Da muss er ja schon was machen. Ja, genau. Gut, und man kann den natürlich jetzt auch einfach mal wegschlagen und sagen, komm, du hast jetzt eine schlechte Bauernstellung, ne? Das geht schon. Klar, kann er jetzt gleich, wenn ich jetzt mal sowas wie B6 spiele, dann kann er den spielen und dann haut er mir den hier raus und sagt, deine Bauernstellung ist noch viel schlechter. Ja, das kann passieren. Andererseits, wenn er das spielt, dann steht der Springer hier gut auf D5. Ja, aber machen wir es mal. Das geht. Nö, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass das geht. Und ehrlich gesagt glaube ich das immer noch nicht. Da kann ich auch überall schlagen jetzt, oder nicht? Oder in aller Seelenruhe. Oh, dann kann er vielleicht sowas spielen, ne? Ja, werden wir sehen. Das machen wir einfach mal. Springer H4.
Das ist ja gedeckt. Vielen Dank fürs Folgen, Xinfti. Der ist ja konsequent. Das war konsequent. Das war auf jeden Fall konsequent. Ja. Da muss ich jetzt wahrscheinlich doch tatsächlich. Ups. Kurz rochieren. Ach, Herr Jemine. Aua, aua, aua. Hätte ich auch F5 nehmen können? Nee, ne? Hui, jetzt geht's aber los. Ja, okay, gut, da hilft ja nichts. Der muss erstmal mit Schach weggenommen werden, das ist klar. Da führt ja kein Weg dran vorbei. So, und jetzt Läufer B7 vielleicht. Obwohl, das droht ja jetzt auch C4. Das droht ja auch noch. Ah, ja, nee, das ist zu gut. Das ist zu gut gespielt. Das geht schief. Für Schwarz. Weil das Dumme ist, dass hier eben auch immer so was ganz Banales droht, wie C4. Und wenn der Springer wegzieht, fällt ja da unten der Turm. Und ich sehe im Moment noch nicht so recht, wie toll ich den wegziehen kann. Und ich meine, C7, C6 will man jetzt ja wirklich nicht spielen, ne? Aber vielleicht spielt er gar nicht C4, vielleicht spielt er ja auf Matt. Was jetzt nicht wirklich beruhigend ist, aber vielleicht noch irgendwo eine Möglichkeit ergibt, zu fuschen. Hui. Ja, jetzt ist C4 noch stärker. Jetzt kann ich danach nicht mal mehr auf F6 schlagen. Aber er macht es gar nicht so. Er will wirklich matt setzen. Er will jetzt wirklich schön zu Ende spielen und matt setzen. Ja, und das gelingt auch. Ist kaputt. Weil wenn ich das jetzt mit H6 verhindere, dann schlägt er einfach mit Läufer, schlägt H6 doch die 9. Und ich sehe gerade nicht, wie ich das dann noch verhindern soll. Ja. Das war sehr konsequent. Sehr druckvoll zu Ende gespielt. Ja. Das ging schief. Aber langsam werden wir warm. Ah, Xinfti, ich war zu schnell. Deine Frage ist, was man gegen Weiß als Sizilianisch antworten soll, wenn man nicht, wahrscheinlich, wenn man eben sich nicht auf diese ganzen, ne, Neidorf, Scheveninger, Drachen oder Ähnliches einlassen will. Ja. Wunderbare Antwort von Billy923, Grand Prix. Ja, die Antwort ist absolut richtig. Eddie auch gegeben. Ich hätte sie anders formuliert. Ich hätte gesagt, Sizilianisch mit F4. Was läuft auch selber raus? Das ist dann der Grand Prix-Angriff, sofern Schwarz nicht sofort D5 spielt. Das ist ja die beste Entgegnung gegen Sizilianisch mit zweitens F4
und hat im Grunde genommen dem diesem Sizilianisch den Stachel gezogen, also diesem Compris-Attack. Aber das muss Schwarz natürlich auch erstmal wissen, dass man da im zweiten Zug D5 zu spielen hat. Und muss es dann auch erstmal tun, ne? Ja, das hier ist natürlich auch komplett richtig, was er spielt. Und jetzt muss ich mal versuchen, ob ich noch zu E3, E4 komme. Ja, aber wenn man zuerst Springer C3 spielt, dann ist es eben nicht mehr zwingend der Grand Prix-Angriff, ne, sondern dann kann es eben auch einfach im Geschlossenen auslaufen. Ne? Aber stimmt, zweiten Springer C3 und dann E4 kommt aber auch der Grand Prix in seiner Reihenform halt nicht mehr zum Tragen. So, was kommt denn hier in seiner Reihenform nicht mehr zum Tragen? Jetzt muss ich, glaube ich, den spielen. Ja, Entschuldigung. Figur eingestellt. Das war nicht eure Schuld. Da habt ihr mich nicht abgelenkt. Das habe ich einfach verpennt. Einen Moment unaufmerksam gewesen. Gut, da ist jetzt natürlich wirklich nicht mehr viel zu wollen. Auch vielleicht opfert er jetzt noch eine Figur hier rein. Und ich kann auch was fuschen. Nee, er spielt die Kunst der Vereinfachung. Wie sich das gehört. So, jetzt kommt gleich der nächste hier rein. Ja, ja, sehr unschön. Ja, nichts zu wollen, nichts zu machen, außer zu fuschen. Versuchen wir das mal mit dem Fuschen. Versuchen wir das mal mit dem Fuschen. Ah, das ist ein ganz wildes Fuschen hier. Oha. Okay, was ist das? Was bringt ihm das denn? Naja, vielleicht kann man noch ein bisschen fuschen, ne?
Ah. Oder doch nicht. Nee, das war ja Quatsch. Nee, jetzt hat sie's ausgefuscht. Jetzt hat er sich ausgefuscht. Ja, so ein Triple ist schon. Da darf man schon nicht so viel für einstellen, ne? Also ich gebe mir mal die Woche hier, ne? Also wenn das bis zum ersten Advent, das ist ja schön, nächstes Wochenende ist ja erster Advent, ne? Also wenn das bis zur ersten Adventskerze nicht klappt, dann lasse ich das mit dem Blitzen wieder und spiele wieder seriös. Aber mal gucken. Vielleicht klappt es ja. Ja, man muss sich ja Ziele setzen, ne? Der Mensch sollte Ziele haben. Das spornt nämlich unwahrscheinlich an. Und wir haben ja auch noch ein Ziel, ne? Da seht ihr unten das Follower-Ziel 500. Ne? Das haben wir ja auch noch. Das ist mal so bis zum Jahresende mal angepeilt. Vielleicht bis Weihnachten. Ja? Weil das wäre Weihnachten wäre ja schön, ne? Wenn wir das vor Weihnachten erreichen würden, weil da gibt es eine satte E-Books-Verlosung. Wenn wir das erreichen. Und ja, so ein E-Book, ne? Zu Weihnachten, ne? Das ist doch. Das passt doch, das ist eine schöne Sache. Kann man zwar nicht so gut einpacken, so ein E-Book, ne? Also so digitales Geschenkpapier, das haben wir ja noch nicht. Aber geschenkt nimmt man es trotzdem, ne? Worüber denkt er jetzt eigentlich nach? Oder ist er Abendessen? Er blitzt nur, sehe ich gerade. ZP Merwalli blitzt und zwar. Jede Menge? Nee, doch, 5.265 Partien. Ja, das ist jede Menge. Ja, der blitzt also richtig viel. Aber eben auch nur Blitz. Ja, gut, und jetzt wird er mir hier unten, ne? Verständlicherweise ins Gehege kommen. Und deswegen müssen wir da wahrscheinlich was gegen tun. Aber da ist es. Das hat keinen sittlichen Nährwert, ne, was ich hier versuche. Naja. Vielleicht doch ein bisschen. Naja, die Kunst der Vereinfachung, ne, strebt ihr wieder an, Türme tauschen, ne? Und da kann ich auch nicht wirklich was gegen tun. Weil sonst, ne, rennt er mich über den Haufen. Oh, schönes Matt auch noch. Ja, herzlichen. Ja, hat er schön gespielt. Das habe ich gar nicht gesehen. Schönes Matt. Sehr schönes Matt. Ja. Gut, man sollte natürlich nicht unbedingt eine Figur einstellen, auch nicht beim Blitzen. Sonst kommt man seinem Ziel nicht wirklich näher.
Aber das hat er, das Matt hat er schön gespielt. Da hat er auf ein schönes Matt gespielt. So, Vic the Man 6 ist jetzt unser Gegner. Ah ja, und wir kommen mit Zugumstellung in das Darknet System, das sonst gegen E4 statt gegen D4 gespielt wird, ne? Ja. E5, Läufer F5. So, und in letzter Zeit versuche ich es mal mit E6 und dann erst F6. Ich habe ja sehr, 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 sehr viel vorher direkt F6 gespielt. Ja, jetzt fängt er auch damit an. Was soll das denn bringen? G4. Also man kann tatsächlich, glaube ich, auch das spielen. Ne? Wenn er dann schlägt, schlägt. Dann sagt er sich, der Bauer ist schwach. Ja, ist was dran. Man kann also jetzt zurückziehen und ihn schlagen lassen. Oder selber direkt schlagen. Was natürlich am einfachsten ist. Und jetzt F6. Oder? Mal gucken. Naja, das schwächt natürlich schon die Diagonale ein bisschen, ne? Vielleicht sogar kurz rochieren mit Schwarz. Tut man eher selten in so einem Aufbau. Ne? Nee, ein besseres Karo kann ist das jetzt, was ich jetzt hier gerade habe. Bestimmt nicht dafür. Ne? Haben wir ja kein C6. Eventuell könntest du sagen, ein besseres Karo kann dadurch, dass der Läufer C8 früher raus ist. Das wäre dann eher ein besseres Französisch, wenn man so will. Ne? Da wär ich noch dabei. So, und jetzt, ja, ich glaube tatsächlich, ne? Und dann den. Oh, Nachschub. Besten Dank, da schwebte ein Nachschubkaffee durch die Tür. So. Ja, aber da wollte ich doch jetzt tatsächlich hin, ne? Da wollte ich doch jetzt hin. Ja, die Frage, was will ich denn dann, wenn ich da bestehe, die ist berechtigt. Weil was macht der jetzt eigentlich da, der Springer, ne? Was macht der da eigentlich? Also der kann ja fast nur noch, jetzt mit G5, kann ich ja fast nur noch sinnig spielen. Und ja. Und auch das ist das mit dem Sinn so eine Sache. Weil das Schach, das bringt ja nicht viel. Dann kann ich sogar angreifen. Und wo geht der Springer dann hin, ne? Nee, das dann vielleicht doch jetzt E5. Klar, jetzt kann er hier die Figur rausschlagen. Ja, man schlägt zurück und er bekommt dann hier. Ja, aber er ist ein bisschen schlecht entwickelt. Also vielleicht geht das. Der ist halt ein bisschen schlecht entwickelt.
Aber gut war es trotzdem nicht. Gut war es trotzdem nicht. Vielleicht ist der zweite Kaffeebecher jetzt der, der es hilft, der es irgendwie rausreißt. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt noch zu H6... Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Dass er den sieht. Ja, das geht ja im Grunde genommen gar nicht anders. Ne? So, kann man jetzt die Qualität opfern? Kann man vermutlich nicht. Nee, glaube ich nicht. Das kann man nicht. So. Das war jetzt noch eine Idee. In der Annahme, dass er jetzt, also er ist jetzt einen Zug schlechter entwickelt als Schwarz, aber auch wirklich nur einen Zug. Ne? Und die Idee ist jetzt, bringt das was, wenn ich jetzt mit Tempo zu Turm F8 komme? Hm, weil es droht, ja genau, so, es drohte ja auch ein bisschen da unten auf der Grundreihe in Schach. So, und ob ich jetzt, ob das jetzt was bringt? Turm F8. Ja gut, aber dann ist, das mache ich aber jetzt. Also das ist ja okay. So, jetzt ist der Mehrbauer ja entwertet. Also, das heißt jetzt nicht, dass man toll steht, aber das kann man, also das denke ich, kann man so machen. Ja, und das kann ich ja gar nicht vermeiden jetzt, ne? Ja. Ja, damit er hier das Schach bekommt, das stimmt schon, aber was hat er dann noch, ne? Was hat er dann mehr als dieses Schach? Also Schwarz kämpft um Remis, ne? Oh, Billy923, wenn du noch eine andere, bessere hast, einfach hochladen. Also so genau nehmen wir das hier nicht, ne? Für die Partieanalyse. Ich habe noch nicht richtig reingeschaut. Kannst ruhig auch eine andere, bessere hochladen. Also bessere, die du für besser hältst. Ne? Also ich habe ja noch nicht reingeguckt. Ja, die Idee ist von ihm, irgendwann mal hier sowas zu machen, ne? Also sehr zeitnah dann auch. Aber erstmal wird er jetzt wahrscheinlich B4? Was soll denn B4? Kann ich da nicht sogar den spielen? Schlägt. Das kann er nicht machen, weil dann gibt es irgendwann, also außer es geht dann der. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee, da glaube ich nicht. Ja, aber das ist das Doofe. Beim Blitzschach muss man halt glauben, ne? Da kann man nicht alles rechnen.
Weil das reine Bauernendspiel, wenn er die jetzt tauscht, hätte ich jetzt gedacht, ja gut, aber dann kriege ich ja den, ne? Ah, und ich bin nicht schnell genug. Das wäre natürlich schlecht. Ja, da hat er recht. Da habe ich mich vertan. Richtig, weil wenn ich jetzt hier rangehe, dann zieht er den. Und ich bin nicht schnell genug. Eieieiei. Das ist aber unangenehm. Ja, da hat er recht. Jo, das müssen wir leider aufgeben. Da habe ich mich ja schon wieder verguckt. Ja, das geht ja im Moment gar nicht gut, ne? Das ist ja im Moment im Grunde genommen die Bestätigung dessen, dass ich im Blitzen leider nicht so gut bin wie im... Ich habe Zeit zum Nachdenken. Oh nein, Spirit of the Light spielt jetzt auch noch... Eieiei, spielt jetzt auch noch die Symmetrie-Variante und wir spielen jetzt in der Blitzpartie das Frohem Gambit mit vertauschten Farben. Na, Petri Heil. Hoffentlich. Brian the Brain meint, den hätte ich noch aufhalten können. Ich glaube es nicht. Muss ich mir da gleich angucken. So, das ist ja bekanntlich nicht das Beste. Aber natürlich das Konsequenteste. G4. Nee, das ist aber nun definitiv nicht das Beste. F5. Statt G6 muss er D5 spielen. So, mit G6, glaube ich, ist schon nicht mehr so toll. Ja, ja, aber jetzt... G5... Das geht doch nicht mehr, da verliert er schon eine Figur. Ja. Ja gut, die Figur nehmen wir halt, ne? Gut, Figur für 3 Bauern, ne? War ich schon wieder zu schnell? G5 war schon richtig, ne? Mhm. Ja, Billy, wenn das deine absolute Lieblingseröffnung ist, ne? Also mit Weiß hoffe ich mal. Ja, dann verweisen wir
auf dieses kleine Buch. Abgelehntes Fromgambit und Fromgambit mit vertauschten Farben. Ne? Besonders auf den zweiten Teil. Und tun sie wieder weg. Ja, aber das Dumme ist, wenn man nicht alles im Kopf hat, ne? Oder wie heißt es so schön, wer nichts im Kopf hat, muss er deine Beine haben, ne? Aber wenn man nicht alles im Kopf hat, dann. Ah, Moment. Und dann will er. Ah, nee, das geht aber nicht. Also Dame Schach H4, dachte ich gerade, aber das geht nicht. Nö, okay, gut. Ja, nun. Gut, das kann er jetzt ja machen, aber was hat ihm das jetzt gebracht? Jetzt kann ich sogar auf H5 noch das Schach geben und mal gucken, was passiert. Weil ich sehe jetzt nicht so sehr. Ah, da hätte ich vielleicht sogar erst noch Läufer E3 spielen sollen, ne? Vor dem Schach. Ah, okay. Brian hat was gefunden in der vorherigen Partie, was ich nicht mehr gesehen habe. Dorsch ist gut. So, erstmal Schach. Klar, was er irgendwie hat, natürlich jetzt noch nicht, ne? Aber jetzt das hier, ne? Ja, ja, den dazwischen, aber dann geht das da unten ja zum Glück trotzdem immer noch nicht. Und. Aber das ist doch gar nicht schlimm, oder? Also ich glaube, da hole ich mir jetzt auch erstmal diesen Einbauern zurück. Also schlimm finde ich das hier unten jetzt nicht. Finde ich das schlimmer? Nö, weiß ich nicht. Was will er denn da? Will er jetzt hier? Will er die Dame fangen? Geht das? Damenfang geht? Das wäre schlecht. Das hier, ne? Das könnte gehen. Aber ich glaube auch nur theoretisch. Was ist denn jetzt, wenn ich den spiele? Ja, er will den weiter einklammern. Das ist schon nachvollziehbar. Aber ich hoffe doch, dass ich hier irgendwie rauskomme. Erstmal mit Läufer E2. Ich will versuchen, die Dame von der... Ja, ja, und jetzt wollte ich hier hin. So, und jetzt könnte ich ja theoretisch mit der Dame nach D4 weglaufen. Ich habe aber auch wieder H4 und H5 als Felder für die Dame. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ja, kann ich jetzt nicht sogar Läufer H5 spielen? Eine Qualität gewinnen? Oder sollte man das nicht tun? Aber eine Qualität ist jetzt schon auch nicht so ganz ohne, ne? Und vor allem droht sie ja erstmal auch mit Schach zu fallen. Ich drohe Damen gewinnen? Buh, den habe ich aber gerade nicht gesehen. Ach so, mit Läufer F3. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es auch.
Gut, dass ich es vorher nicht gesehen habe. Ja, korrekt. Ja, vielleicht ist streamendes Blitzen oder blitzendes Stream oder wie auch immer. Ja gut, aber jetzt. Jetzt probieren wir es aber nochmal. Ist vielleicht eine feine Sache. Jetzt probieren wir es aber nochmal. Es geht bestimmt ein bisschen auf die Performance, da bin ich ganz sicher. So. Der Bauer C2 hängt, ja, trotzdem. Oh, siehst du, und der hat's, und der spielt es nicht. Und ich fand auch. Ja, Moment mal, jetzt habe ich ja hier noch einen Schach. Und jetzt verbinden wir beide Ideen miteinander, ne? Beide Ideen, ja gut, aber jetzt kommt auch noch der. Beide Ideen werden miteinander verbunden. Ui, ja, das hat ja funktioniert. So, Billy fragt, warum ich so wenig Elo habe. Naja, also so wenig Elo? Wie soll ich sagen? Also, ich bin mit meinen 2300 plus eigentlich ganz zufrieden. Naja, eine Gewinnrate von 80%, da müsste jetzt der Mathematiker ran, ne, was das für Auswirkungen hat. Aber ich spiele ja meistens hier Turniere. Also das, was ich jetzt hier mache, dass ich quasi jetzt durch die Bank nur Gegner bekomme, die auch so ein hohes Rating haben, das hat man ja hier bei den freien Partien ja, ne, in der Lobby, aber in Turnieren hat man das ja eher seltener. Wie soll es auch anders sein? Also mit einem Rating von 2200, 2300, da ist man ja durch die Bank irgendwo bei den 1 bis 2% stärksten Spielern oder 2 bis 3, ne? Und das heißt eben, dass auch in den Turnieren, Arena, Schweizer System, ist eigentlich völlig egal was, eben auch sehr viele Spieler dabei sind, deren Rating zum Teil deutlich niedriger liegt, gegen die man aber auch nicht alle gewinnt. Ne? Und das zieht einen dann automatisch auch gleich wieder ein bisschen runter. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich schon der Reiz. Ne? Also ich spiele auch lieber Turniere als egal was, ob Arena oder Schweizer, als hier die Lobbypartien. Aber da gibt es halt so wenig Blitz mit Inkrement um die Uhrzeit jetzt gerade halt schon mal gar nicht. Ne? Also jetzt zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr, da habe ich jedenfalls nichts gefunden, was da in die Kategorie gepasst hätte. Und das habt ihr ja eben auch sehr schön gesehen, dass. Jetzt spiele ich aber doch erst nochmal H3, damit hier kein Springer mehr nach G4 kommt, weil er wird ja wahrscheinlich das hier vorhaben und dann noch mit G4, da wird E3 ein bisschen schwach. Ja, aber jetzt nicht mehr, glaube ich. Es ist ja zweifach überdeckt durch Läufer und Dame. Und ich ziehe den König aus der Fesselung raus. Und nach G4 kann der Springer eben auch nicht. Und ich will ja eigentlich irgendwann mal das hier spielen. E3, E4. Will ich ja dann irgendwann mal selber spielen. So, muss aber jetzt noch nicht sofort sein. Das kann man dann hier sowas mit Springer H4 versuchen, ein bisschen vorzubereiten. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, ne? Aber ist gar nicht so komisch. Aber jetzt, wo es so steht, hier, wenn die beiden so stehen, Dame B6 und Läufer C5, dann spiele ich vielleicht auch mal wie jetzt Springer C3, um Springer A4 zu drohen. Ne? Brian meint, 3 plus 0 ist gut. Das ist ja Fast Blitz, Brian. Das ist ja noch schlimmer. Ja? Das ist ja, ich glaube sogar, das ist eine Sünde. Ja? Ich glaube, das hat der liebe Gott gesagt, nee, nee, das darfst du nicht spielen. Ja, Moment, aber jetzt kann ich doch sogar mit der Unterstützung des Bauern E3, Springer C3, kann ich ja sofort E3, E4 spielen. Ne? Stehe ich doch oft genug drauf. Das geht doch jetzt. Ja, gut, den wollen wir auch spielen. Boah, da sage ich doch mal, das passt. Ja. Den würde ich natürlich gern spielen, aber was geht denn noch nicht, weil der hier hängt. Den will ich jetzt nicht so gerne spielen, weil es ja ein Bombenfeld für den hier gibt.
Auf der anderen Seite gibt es auch ein Bombenfeld für den. Aber auch wenn ich E4, E5 zu früh spiele, dann wecke ich ja auch den Läufer, der ja jetzt auf H7 so und so steht. Ja, natürlich, auf der einen Seite, ne, greift er den wichtigen Bauern E4 an, aber auf der anderen Seite, wenn der da stehen bleibt und ihm nichts passiert, dann steht der Läufer H7 natürlich in der Ecke ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Wenn ich jetzt Turm B1 spiele, er spielt Springer C5, spiele ich Läufer E3. Ist der hier auch gefesselt? Weiß ich nicht. Das ist natürlich auch eine Idee, ne? Den. Und wenn er den schlägt, springt er zurück. Weil der Doppelbauer, der sieht schon komisch aus. Der sieht schon ein bisschen sehr komisch aus, das stimmt schon. Also lassen wir das und spielen stattdessen Turm B1. Und spielen stattdessen Turm B1. Ja. Aber, habe ich doch gerade gesagt, dann spiele ich jetzt Läufer E3, weil dann ist der ja gefesselt. So, wenn er dann hier schlägt, das geht ja alles nicht. Schlägt. Läufer E3. Und wenn er die Dame wegzieht, dann tausche ich auch den Läufer gegen den Springer. Notfalls. Ja. So, jetzt ist das vielleicht auch mal doch mal ein Thema. Aber jetzt ist, glaube ich, jetzt erstmal ein Thema, Turm D1 zu spielen. Ach so, dann sagt er, ja, okay, ist ein Argument. Das ist ein Argument. Ja, da kann er mir jetzt einen richtig schönen Doppelbauern machen, ja, das stimmt. Und ich argumentiere das dann aber jetzt zunächst mal, wenn er hier läuft, den macht er gar nicht, schlägt da gar nicht alles weg. Kann ich das spielen? Jetzt weniger, um auf Läufer schlägt C3 mit der Dame zu schlagen. Das geht ja nicht so gut, dann fällt ja E4, ne? Das heißt, auch wenn er jetzt schlägt, muss ich trotzdem B2 schlägt C3 spielen. Aber wenn die Dame auf C4 steht, dann geht das nicht so gut, ne? Weil C6 hängt. Und vielleicht will er ja seinen Läufer behalten. Das wäre ja auch nicht so ganz absurd. Ne? Ich könnte mir irgendwie auf Dauer auch mal sowas vorstellen, Springer G4. Brian muss für Französisch-Klausur lernen. Gutes Gelingen. Also Französisch kann ich überhaupt nicht. Also ich habe es auf der Schule nicht gehabt, ne? Also, was? Er nimmt den nicht? Okay. Ich habe es auf der Schule nicht gehabt, weil ich jetzt nicht auf einer komischen Schule war, sondern weil ich was anderes gehabt habe. Das ist aber echt komisch, oder? Ich war auf einem althumanistischen Gymnasium, wie man das früher nannte. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so nennt, wahrscheinlich nicht mehr. Und da haben wir mit Latein angefangen und dann habe ich, dann Englisch, ist klar. Und dann kam die dritte Fremdsprache und da habe ich gedacht, oh komm, machst du mal was Exotisches, machst mal Altgriechisch. Ne? Ja, habe ich ja gemacht. Kann ich zwar auch nicht mehr, aber habe ich statt Französisch, habe ich dann Altgriechisch gemacht. Das hat auch seinen Reiz. So, und jetzt Heusi Philoisi, wie der Altgrieche sagt. Also die ersten zwei Verse von Homers Odyssee, die kann ich noch. Also auf Griechisch, auf Deutsch ist klar, ne?
Ja, deswegen Französisch, ne, hatte ich halt nicht auf der Schule. Und dann musste ich aber während meines Studiums, ich habe ja Geschichte studiert vor ewig langen Zeiten, und als Historiker muss man auch mal ein bisschen Französisch, muss man schon können, ne? Und das ist dann so, ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist bei den geisteswissenschaftlichen Studienfächern, aber damals war das dann eben so. Dann musste man noch über Klausuren nachweisen, dass man das konnte. Oder man musste sich halt das aneignen irgendwie, ne? Französisch für Historiker, das weiß ich noch. Das ist natürlich für jemanden, der kein Französisch auf der Schule gehabt hat, wie ihr euch vorstellen könnt oder vermutet, mit zu Recht vermutet, ist das ein bisschen tricky. Aber es hat funktioniert. So, jetzt spiele ich. Ah nee, Quatsch, den spiele ich überhaupt nicht, weil er will ja mir Probleme bereiten. Aber wenn ich jetzt den spiele, schlägt, schlägt, G5. Mal gucken. Das weiß ich noch wie heute. Ich habe die Klausur auch bestanden, obwohl ich also auch damals kein Französisch gelernt habe. Also, aber die jetzt nicht einen Französischkurs gemacht. Aber ich bin jede Woche in dieses Seminar gegangen, Französisch für Historiker. Und der Dozent, der das machte, der war auch ein vernünftiger Mensch. Und der merkte natürlich sofort, dass ich keine Ahnung hatte. Aber sagte sich, naja, Herr Breuer, Sie haben ja Latein gelernt auf der Schule. Das ist schon die Hälfte, die halbe Miete. Und die andere halbe Miete, die schaffen Sie jetzt, wenn Sie wirklich jede Woche da sind. Wenn Sie jede Woche hier in mein Seminar kommen. Hat er auch recht mit, weil der hat dann halt jede Woche jetzt da brav seine Texte vorgelegt und die gingen immer um dasselbe Thema. Ne? Irgendwas mit Napoleon. Also, ich weiß es nicht mehr. Aber es war jedenfalls napoleonische Zeit. Es waren immer so Texte, die sich um dieselbe Sache drehten. Ne? Und wenn es sich um dieselbe Sache dreht, da kann man in der Tat, wenn man ein bisschen Latein kann, ja, dann ahnt man schon, dann ahnt man so ungefähr, was denn der französische Text sein könnte. Ja, und dann kam der Tag der Klausur, ne? Also sozusagen der Ernstfall. Und jetzt kommt aber auch gleich ein Ernstfall. Wupp, spüren wir mal den. Und, wow, nur noch 36 Sekunden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Klausur bestanden, wahrscheinlich mit 4 minus minus minus, aber weil ich halt ungefähr verstand, um was es in dem Text, der da zu übersetzen, den es zu übersetzen galt, um was es da im Grunde genommen ging. Ja, gut, dann erleichtert mich jetzt gerade ein bisschen. Und das war die entscheidende halbe Miete. Also wenn man dann schon, ne, also wenn man da so einen Text hat und man weiß, man liest, ja, einer bringt den anderen um, ne, aktiv und passiv, ne, das ist natürlich schon so eine Sache. Wenn man aber, ja, jetzt brauche ich aber den, wenn man aber dann schon weiß, aufgrund des also Sachwissen hat, wer wen umgebracht hat. Es ist wie bei den alten Römern. Wenn man einen Text hat, wo drin steht, Cäsar bringt die Senatoren um oder die Senatoren bringen Cäsar um. Eins von beiden kann nur richtig sein, sprachlich. Ja, da muss man gar nicht groß sprachlich gucken. Also die Senatoren haben Cäsar umgebracht. Das weiß man. Ja, und wenn man es weiß, kann man es auch übersetzen. Also Brian, das sind jetzt furchtbare Tipps für morgen für deine Klausur. Ne? Da wirst du nicht mit glücklich werden mit den Tipps. Aber was willst du machen? So, jetzt will er das machen und dann schlage ich den weg. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen ranhangeln hier, ne? Also die Bauern sind noch nicht so gut, die zwei, ja, das stimmt. Aber ich hoffe, ich bin jetzt nah genug dran mit dem König, dass der Springer alleine die nicht halten muss. Das weiß ich nicht. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass er das vorhat, aber ich war mir jetzt nicht klar, ob das gut ist für ihn oder schlecht. Der will dann da rein. Geht das? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ach, ich Depp. So wenig Zeit habe ich doch noch gar nicht. Das war gar nicht nötig, den Bauern einzustellen. Ach, so wenig Zeit ist es doch gar nicht. Oh.
es wird immer schlimmer. Ja. Ich habe wieder Geschichten erzählt hier. Ja, und da holt es mich jetzt leider böse ein. Ja, vielleicht noch nicht ganz so böse. Geht das? König F3. Schlägt. Na, ich glaube, erst das Schach geben. Rettet uns das Inkrement oder rettet es uns nicht? Meine Güte. Vielen Dank fürs Folgen. Juliusus. Juliusus. Vielleicht ist das auch Latein. Das geht. Ja, aber es gibt, glaube ich, doch jetzt kein Feld, wo der Läufer sowohl G1 wie G5 überdecken kann. Das ist jedenfalls meine Remis-Absicht. So, dann gehe ich nach G5. So, wenn der Läufer nach E7 geht, oder auch wenn er das nicht tut, dann gehe ich einfach hier hin. So, und jetzt greife ich den an. Der will da unten reinlaufen. Ja, aber was soll das denn bringen? Also, selbst wenn er mit dem... Ich muss jetzt ein bisschen schneller ziehen, weil ich das nicht berechnen kann, weil ich einfach keine Zeit habe. Selbst wenn er mit dem König über E2 da reinläuft. Ja, aber selbst wenn... Das geht. Und nun?
Geht vielleicht tatsächlich. Und jetzt Läufer F2. Ja. Jetzt läuft. Ah, nee. Was ist das denn? Ja. Ja, ist was dran. Das ist ja der Hammer. Ja, es ist leider richtig. Ja, das ist korrekt gespielt. Das wollen wir trotzdem noch mal sehen, ob hier noch was zu fuschen war. Oder wie das Endspiel zu bewerten ist. Ja, das Endspiel ist nicht verloren. Wo habe ich es falsch gemacht? Wo habe ich es falsch gemacht? Soweit alles klar. So, jetzt läuft. Aber das war schon schlechter. Warum? Ja, und da war auch die Idee, dass er hier rumläuft. Und wenn ich dann hier hinziehe, ja, dann ist es verloren. Das war ja so, wie ich es auch gespielt habe. Es gibt hier noch einen Plan. Warum? Und wieder zurück. Achso, und wieder nach da. Okay, das heißt, dann hier das Schach. Dann muss er hier hin. Dann wieder nach hier. Dann zieht er vor. Ach so. Puh. Naja. Naja, das habe ich nicht gefunden. Das hatte ich nicht gefunden. Brian fragt, ob es heute ein Wait gibt. Was man alles in der Welt ist, ein Wait. Ob ich gleich weiter waite. Ja, komm, mal gucken. Ne? Also eine spiele ich noch. Das hat ja mitnichten gut funktioniert, um es mal vorsichtig zu sagen. Also mein heutiger Versuch auf den Gipfel, auf den 2300er Gipfel im Blitzschach zu kommen, das ist ja eher ein Absturz jetzt gewesen. Vielen Dank fürs Folgen, Ragnarox. Das war ja jetzt nicht so prickelnd. Die Frage ist, ob ich das überhaupt während des Streams hinbekomme. Na? Oder ob ich versuchen muss, diesen Gipfel zu erklimmen, sozusagen ohne Kamera und Mikro, um mich stärker auf die Partien zu konzentrieren. Das ist möglich. Ja, also man spielt ja beim Stream nicht ganz so konzentriert und intensiv wie. Das soll gehen. Wie wenn man, ich hätte fast gesagt, alleine spielt. Ach so, die Idee. Ja, ist was dran. Da ist was dran. Die ist nicht uninteressant. Die Idee ist nicht uninteressant, ja. Das ist halt so. Ne? Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn man streamt oder wenn ein Streamer streamt und das weiß ich auch nicht. Und es dabei stumm bleibt. Ne? Also das ist ja albern. So, jetzt denke ich mal, dass ich vielleicht mit E6 zurande komme. Aber das habe ich, da habe ich mich jetzt definitiv schon ein bisschen in Teufelsküche gebracht. Naja, aber er muss auch ein bisschen gucken, ne? Das ist ja auch nicht so ganz ohne. Wenn er den jetzt dazwischen zieht, ist er auch nicht so prickelnd, weil dann kommt Springer E7 und der kann nicht mehr auf G4 schlagen, weil ihm sein eigener Läufer im Weg steht.
Geht vielleicht doch noch. Ja gut, aber dann, also das mache ich jetzt schon, ne? Das Schach. Also allein schon um des Schaches wegen. Ja, und ich glaube auch, ich glaube, die nehme ich auch, oder? Läufer G5 ist ein Thema, vielleicht. Aber doch, den nehme ich. Ja, aber da spiele ich trotzdem Läufer E7. Auch wenn er jetzt hier schlagen kann. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Engine sagt, das kannst du machen. Okay, den nimmt er. Turm F8. Anders ging auch nicht. Aber hier unten droht, also jetzt droht ja erstmal nichts, ne? Darf ich doch mal was drohen? Uiuiui. Ja, Springer F3 sollte eigentlich noch alles halten, ne? Nee, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte Springer F3 ganz feste erwartet. Oh, dann schlage ich den noch jetzt. Weil jetzt ist Springer F3 ja keine Gabel mehr, weil der Turm ja mit Schach fällt. Ne? Springer F3, Turm schlägt F1. Das war vorher, wo der Läufer auf, Turm schlägt H1, wo der Läufer auf noch F1 stand, wäre das nicht der Fall gewesen. Oh ja. Ja, das ist aber auch nicht ohne Tücke. Jetzt gebe ich mal hier einen Schach. Und König C2 würde ich mir an seiner Stelle verkneifen. Das läuft nämlich in eine furchtbare Springergabel. Und wenn er das nicht macht, dann gewinne ich vielleicht einfach hier auf D4 einen zweiten Bauern. Vielleicht sogar mit Damentausch. Und stürze mich auf die Kunst der Vereinfachung. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Ne? Dame schlägt D4. Das ist nicht nur vielleicht mit Damentausch, das ist Damentausch, weil die Dame ja gefesselt ist. So, jetzt können wir auch den E5 nehmen. Das geht auch. Das tun wir sogar. Der greift den ja an. Ja gut. Aber jetzt gibt es keinen Schach, weil der Springer das stört. Ne? Und der Läufer D3 hängt trotzdem. Und das bringt dann den Turm mit Tempo nach D8.
So, und dann sind es zwei mehr Bauern und das muss doch jetzt irgendwann mal klappen. Vielleicht nehme ich den gar nicht, ne? Vielleicht spiele ich stattdessen Springer F5. Denn hier kann er jetzt ja auch immer noch nicht fesseln. Und stattdessen vielleicht muss er gar nicht, der Turm vielleicht, ja gut, aber der Turm muss vielleicht gar nicht nach D8, der geht vielleicht auch ganz gut andere Wege, aber vielleicht ist es doch besser nach D8. Schach. König C2 geht eigentlich meines Erachtens wieder nicht, wegen Springer D4 Schach. Hätte ich jetzt gedacht, dass das für ihn nicht so gut ist. Kann man ja vertun. Aber jetzt muss der König ja wieder auf die D-Linie zurück. Ja, was er auch kann, ja. Ja, kann auf der anderen Seite. Ne, nach D2 kann er nicht so gut, ne? Auf König D2 kommt Läufer B4. Und auf König D1, das kann er. Ah, ne, geht auch nicht. Schach, Abzugsschach. Springer B3 und der Turm A1 fällt. Ja, dann ist er gewonnen. Ja, da kann er auch aufgeben. Tut er auch. Ja, wunderbar. Das heißt, dann haben wir mit der letzten Partie jetzt hier doch noch 7 Punkte gerettet und sind wieder auf 2242. Also das ist ja dann, wenn ich das im Kleingedruckten oben sehe, haben wir nur einen Punkt verloren. Ja, nur einen Punkt verloren. Das geht ja noch. Ja. Aber wir sind dem Ziel nicht wirklich näher gekommen. Das heißt, es bleibt spannend. Der Aufstieg, der lange Weg zum Triple 2300 ist noch so lang wie vorher. Aber ist machbar. Das ist aber machbar. Ne? Also klassisch sind wir ja recht stabil drüber. Wobei, das kann natürlich dann mit einer Partie passieren. Ne? Wenn man auch mit 2359 dann eine klassische Partie irgendwie zu viel verquasselt oder nicht konzentriert genug spielt, dann kann man wieder runterfallen. Ne? Ist ja auch nicht so wild. Aber es hat auch sich, denke ich, hier bei den Blitzpartien wieder gezeigt, hatte Brian am Anfang vollkommen recht, das sollte man dann mit Increment spielen, damit eben überhaupt noch Schach dabei rauskommt. Und ich habe wahrscheinlich die ersten Partien auch zu schnell gespielt, ne? Also gar nicht das Ganze als ein schnelles Rapid aufgefasst, sondern als ob es 5+0 oder 3+0 wäre. Aber waren ja auch ein paar Brocken dabei hier, ne? Von den Gegnern. Und das ist, also wenn ihr selber gezielt auch euer Blitzrating oder vielleicht verbessern wollt, wenn ihr Partien in der Lobby spielt, also nicht im Turnier, dann, wenn ihr nichts ändert an den Einstellungen, dann versucht Lead Chess, versucht der Algorithmus, euch Gegner zuzuspielen oder gegeneinander zu spielen, die mit ihrem Rating ziemlich ähnlich sind. Da ist also selten mal mehr als 100 oder gar 200 Punkte Rating Unterschied. Während in einem Turnier kann ja alles passieren. Ne, im Turnier, im Arena-Turnier oder auch im Schweizer System auch, da kann ja zwischen Großmeister und 1100er Rating kann ja alles kommen. Und das ist der Reiz des Turniers. Ne? Das sind alles offene Turniere, ne? Und dann kann einem alles Mögliche am Brett begegnen. Gut, soweit bis hier. Ich werde das diese Woche fortsetzen. Ne? Wie gesagt, Ziel ist, oder mal zu versuchen, bis zum Ende der Woche, das im Blitzen auch die 2300 zu knacken und das Triple-Ding festzumachen. Und ab dann wieder nur noch seriös zu spielen. Ne? Schnell, Schach und klassisch. Wir werden sehen. Soweit bis hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aber eben war ja noch der Hinweis, ich sollte mal gucken, ob man was raiden kann. Ich guck mal. Ich muss nämlich jetzt raus, wo ich euch mal hin raide. Ja, was haben wir? Also, wir haben Welten. Also von den Kanälen, die ich hier selber ein bisschen verfolge und die mir hier vorgeschlagen werden, haben wir wieder die beiden Kanadierinnen, Botess oder wie immer wie die heißen. Aber die haben im Moment eh schon 14.000 Zuschauer und da fallen wir ja gar nicht auf. Ich schicke euch mal zu, der heißt wirklich so. Also das ist überhaupt nicht despektiert. Ich schicke euch mal zu Schachopa. Ja, der erklärt nämlich auch, ne, bombig, und ist ja nun wirklich engagiert bei der Sache und der freut sich bestimmt. Und da könnt ihr auch noch also was Seriöseres vielleicht sogar mitnehmen als jetzt nach dem Blitzen bei mir. Vielen Dank, bis nächste Tage, ne? Und tschüss.